Liebe Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, ganz egal. Oder guten Mittag. Hä? Arigato, das kommt mir bekannt vor. Wir sagen es jetzt nicht noch einmal. Wieder mit Marco, Dodo Shalom. und seiner Wenigkeit Lindy. Wir haben uns wieder versammelt. Heute ist es mal sehr spät, es ist 10:45 Uhr, weil wir uns alle verspätet haben. Ich habe geschlafen, Lindy ist nicht so War gesund. pünktlich. Du warst pünktlicher. Ich habe Marco ist telefoniert. Marco, genau. Ja. Apropos nicht gesund, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, es geht Irgendwas eine geht Welle um, ja, durch. Es geht eine Welle durch. Ich weiß nicht, wie das passiert. Knut steht da mit jedem rum und am leider Ende nicht, landet es weil bei ich würde mir, nicht oder? knutschen. Ne, ich war ja auch krank und Halsschmerzen habe ich noch immer. Jedes Mal, wurscht, wenn ich einen Schluck trinke, es tut weh in den Garten. So, als hätte ich Sodbrennen den Ich ganzen habe Tag. Samstag bis 16 Uhr geschlafen. Mami ging es richtig schlecht. Bro, ich hab Freitag Verkühlt war einfach ich in einem extrem. anderen Land, habe ich verpasst, vorzugehen. Das ist das Verpasst, ist jetzt Schlimmste. nicht hart, gell? Habe ich das nicht erzählt? Na. Also wir waren auf einem Kurztrip, die Jungs und ich. Wir waren halt in einer anderen Stadt. Ich darf nicht sagen, in welcher Stadt. Darf ich im Internet nicht sagen. Und da, der Rest habe ich dir erzählt. Und wir sind halt am Match gewesen, auf einem Fußballmatch. Und sind heimgekommen und gesagt, gut, wir gehen auf was essen. Shoutout zum Paul, das war nicht gut. Und er hat gesagt, boah, schaut so gut aus, da gibt es einen Döner-Teller mit, weiß ich nicht, irgendwas mit Kartoffeln. Hat lecker ausgeschaut, aber war mit. Dann, genau, sie haben einmal gesagt, nach dem Essen, gut, wir verdauen das einmal, gehen einmal ins Zimmer zurück, schauen ein bisschen irgendwas auf YouTube und dann gehen wir fort, weil alle motiviert waren, es gibt ein paar coole Clubs. Und Paul und ich sind in meinem Bett gelegen, weil ich bin im Wohnzimmer, habe ich geschlafen, alleine, weil ich am meisten schnarch, vor allem, und wenn ich Schnupfen habe, sind Paul und ich dort gelegen. Auf der Couch sind René und Luke und weiß ich, ob Marc ja auch auf der Couch war. Und ich glaube sogar, dass Marc im Zimmer von den anderen war. Und da habe ich mir gedacht, okay, passt. Irgendwie sind eh alle da. Paul ist auch sehr motiviert, der wird mich sicher aufwecken. Ich tue einfach so, als würde ich zuschauen, aber schlaf ein bisschen. Bin eingeschlafen. Trink mal ein Zitronenlaschmi. Paul hat gedacht, ja, er schlaft einmal ein bisschen. Tode wird ihn sicher aufwecken. René hat gesagt, ja, die beiden werden mich sicher aufwecken. Luca, ich glaube dasselbe. Und Marc hat gesagt, wenn sie motiviert sind, dann werden sie mich auch aufwecken. Naja, im Endeffekt haben dann alle durchgepennt, einfach einen halben Tag Das ist uns verschissen. in Kopenhagen auch passiert, Mann. Kann sich erinnern. Ja, voll, voll. Wir sind um 18 Uhr eingepennt und um 5 Uhr in der Früh aufgewacht. Um Das 18 war Uhr? sehr. Ja, das Ja, war wir am waren halt ersten Abend, tot, wurde Alter. das Wir was waren egal. gerade Zu viel baniert. Kray. Und dann, bis wir die Wohnung gefunden haben und so, Alter. Ja, Da es hat man war das cool. so cool. Es war so ein cooler Apartment-Komplex. Es war einfach so ein Wohnhaus und draußen ist halt die Werbung von diesem Apartment gestanden. Kannst entweder mit dem Handy aufsperren oder gibst deinen Code ein. Okay, nice. Sperrst mit dem Handy auf, geht's auf und da ist halt nur ein Stiegenhaus und die Lifte in alle Stockwerke. Ich glaube, waren es sechs, genau sechs Stockwerke. Wir waren ganz oben. Nur Wohnungen von dieser Firma und sehr, sehr schön. Also wirklich nicht so, weißt du, wie so ein klassisches Airbnb ist, weißt du, schaut auf den Fotos schöner, sondern ist dann irgendwas, weil es einfach Ja. schnell gebaut worden ist. Ist wirklich gut gewesen. Ich wäre gern diese Firma. Ich auch. Wirklich. Ja, Das Alter, in ist super Kopenhagen Konzept. mussten wir. Da war halt unser Wohnblock. Dann zwei Wohnblöcke weiter war so ein Dönerladen. Und dann beim Dönerladen, bei der Eingangstür unten links, gab es diese komische Box da. Diesen Lockmaster-Box. Schnitzeljagd Und haben die boah, na, gemacht, wir ja, haben da eine natürlich. Schnitzeljagd gemacht. Das war. Ich hasse das. Bro, wo wir waren, wir hatten so Glück. Zwei oder drei der besten Clubs in dieser Stadt waren einfach im Umkreis von 500 Meter, hat uns nichts gebracht. Da, wo wir essen waren, das Paul gesagt hat, war genau gegenüber. Zwei extrem bekannte Dönerladen, wo einer davon also wir waren bei dem einen, aber der war geistesgestört. Der war gleich, also fast genau links neben uns. Wir hatten alles im Umkreis, das war wirklich super. Geil. Und wir haben nicht viel gezahlt, wir haben für 2 Nächte pro Person 100 Euro gezahlt. Das ist halt Das gar geht nichts. fit, Für das ist zwei so eine Nächte 100 Euro. Ja. Geht fit, guter Das geht Schnitt. total. Ja, ist noch Wobei, mehr. wir waren bei einer Privatperson zu Hause. Das war einfach Da eine war Wohnung. alles, das Da war war High ein, Heels und alles von ja, ihr die privat, Unterwäsche. Aber ich weiß nicht, Unterwäsche. sowas mag ich nicht, keine Ahnung. Fühle mich irgendwie nicht zu Hause. Es war Ich will mich cool, schon, wenn aber ich irgendwo bin, will ich mich schon so fühlen, als wäre das meins. es war schon cool, aber das Kinderzimmer war ein bisschen Das war weird. mega weird, Das war wirklich. mega Du nimmst deine mit gruselig. und tust das dann im Kinderzimmer wetzen. Das haben wir eben Ja. gesagt. Glaubst du, das funktioniert? Glaubst du, liegen bleiben? Ja, Glaubst du, haben wir irgendeine angeschaut? Natürlich geschaut haben wir, aber ja. ja, kennst du uns eh. Ja, Aber wir haben sogar der der war Lukas eh einmal geschafft, sauber. Fremde anzusprechen, waren zwar zwei Männer, und ich habe es Okay. geschafft, auch eine Gruppe anzusprechen, wo die eine Frau da gesessen ist und so geschaut hat. Aber
Nein, mehr haben wir nicht geschafft. Ich weiß nicht, warum man so eine Hemmschwelle hat, einfach random anzusprechen. Bro, bei mir ist es bei mir geht's schon gut eigentlich, aber mittlerweile, ich könnte das ich kann besser. Männer kann ich so halbwegs ansprechen, nur Frauen, das ist unmöglich. Ja, für mich. Bei mir war es immer chillig beim Rauchen. Wenn ich jetzt fort war, ich habe früher geraucht, da bin ich halt zum Raucherdingsel gegangen. Fang wieder an, Bro. Bin dabei gestanden, habe halt, obwohl ich ein Feuerzeug hatte, habe ich noch ein Feuer gefragt. Einfach damit ich da nicht alleine stehen muss. Ja. So. Ja, das ist weird. Also ich bin generell so bei sowas, so wenn ich rauchen will, da, wenn ich alleine irgendwo rauchen gehe, brauche ich halt meine Zeit alleine. Ja, wirklich. Deswegen, ja. Aber so bei Frauen, ich weiß nicht. Ich glaube, das Problem ist, rüber. Ist bei vielen. Es gibt so diese Ekelhaften im Club, jeder ansprechen oder Leute, denen das einfach wurscht ist. Nur ich denke mir, wenn ich da jetzt einmal irgendwie eine Zurückweisung bekomme, das wird komplett mein Ego zerstört. Ich finde mich selber so geil und ich würde es dann nicht verstehen und es würde mich einfach grantig machen. Wahrscheinlich würde ich dann nachschlatzen oder keine Ahnung. Okay, was ich niemals sagen. Machen könnte, ist irgendwann so antanzen, so ekelhaft nein, und so, nein, so, nein, so nein, kommt nein, von nein. hinten und so. Erst in mir Pils ist schon oft genug passiert, dass ich da stehe und seine Frau steht neben mir und ist offensichtlich rückt sie immer näher und tauscht ja, vielleicht Platz mit ihrer Freundin. Dann darfst du vielleicht nebeneinander, aber ich könnte nie so. Vor allem, es spielt irgendwie, keine Ahnung, es spielt Lil Baby, was soll ich dann irgendwie grinden mit einer. das könnte ich ehrlich am besten ist ein Lied von dem ersten, das. Dieses Ur. Emotional. Emotionally scarred. Boah, toll. Boah, letztens war wieder ein Lied von D-Block. Echt? Was war denn das? Wahrscheinlich irgendwas. Ich glaube, noch Competition sogar wegen Central Sea. Naja, aber war cool. Endlich wieder. Gibt es noch irgendwas? Habt ihr irgendwelche, weil ich mir letztens überlegt habe, vielleicht könnte man das wie. Wir machen einfach alles von gemischtes Hack nach. Habt ihr irgendein underrated irgendwas? Irgendwas, was ihr. Overrated. Was ich overrated finde, was ich mir dabei gedacht habe. Ich finde Backshots overrated. Backshots. Ja. Nein. Doggy, Bro. Ja. Yeah. Ich finde das overrated. Okay, ich wollte noch gerade wissen, ob wir beim richtigen Thema sind. Ja, wir sind beim richtigen Thema. Okay. Wir sind ja ganz offen, haben ja, wir gesagt. Ja, komplett ja, overrated. Das ist komplett overrated. Ich meine, es ist zwar cool, ja, vielleicht, wenn man so. Weiß nicht, wenn man so einer ist, der so auf Riesenärsche steht, dann kann ich mir irgendwo vorstellen. Aber keine Ahnung, ich finde das wirklich. Ich kann es nicht du da jetzt anschauen. Von der Position an ja. Für sich oder nur vom Backshots geben? Beides. Das nein, ich finde schon geil, weil du hast irgendwie so viele Möglichkeiten, weißt du, kannst an den Haaren ziehen, ja, klatschen, du kannst so davor nehmen, kannst, ja. Kannst, was ich kannst immer, lügen. Was ich mache, ist an die Bettkante und dann Fuß, mit Fuß auf den Kopf, ja. Im Kopf ins Bett drücken. Das meine ich, man kann halt ja, das kannst du aber, das kannst bei jeder Position ganz viel machen. Ja, aber ich stehe halt auf den Körperkontakt und muss ich mir ja, konnten. Ja. Da bin ich so zu weit weg. Ja, du hast, die einzige Auflagefläche sind deine, wenn überhaupt, deine Oberschenkel. Aber wenn es dann vielleicht, und meine Knie sind total im Arsch, das heißt, ich kann nicht mal Knie, ich muss immer stehen. Ja. Und dann ist wirklich null Körperkontakt, ich sehe sie nicht. Das Einzige, was ich sehe, ist vielleicht irgendwie eine Hourglass-Shape oder so. Aber ja. Ja, am besten so einen gekrümmten Rücken. Oh, ja. Das, okay. Also ich habe wirklich selten gesehen, dass es eine gut kann. So gescheit, jetzt no front an irgendwen, aber... Deswegen, ich weiß nicht, ich finde es total overrated. Ja, total overrated. Gibt es von euch irgendwas? Ach, wie bist du so aufgekommen? Weiß ich, ich habe letztens nachgedacht oder habe ich das bei irgendeinem Podcast gehört oder irgendwo im Internet gesehen, keine Ahnung. Was ein Gedankengang. Ja, nein, ich finde das overrated. Gibt es auch irgendwas, was ich overrated finde? Weil wir letztens drüber geredet haben, ich mit Marke nochmal drüber geredet. Soßen. Soßen overrated. Ja, Soßen. Ich meine, so zu einem Dings, zu Pommes oder so, ein bisschen Mayo oder so, aber was der letztens aufgeführt hat. Underrated. Ich habe ihm Nuggets gemacht, der Mann hat die halbe Mayo ausgedrückt. Ja, das verstehe ich auch nicht. Es schmeckt ja nach nichts mehr. Oder weil wir waren in dieser Stadt, waren wir Burger essen, ziemlich guter Burger, so ein Smash-Burger, der hat nur nach Soßen geschmeckt und es macht mich fertig. Nein, das aber ich esse ja nicht irgendwas, das ich nicht. Nein, das Schlimmste schmeckt. Sind die Menschen, die zum McDonald's gehen. 6er Nuggets bestellen und 5 Soßen und pro Nugget so die ganze Soße mit. Oder Soßen mischen geht gar nicht für mich. Wenn ich schon eine Soße esse, dann esse ich halt die Soße. Ja. Und mische dann nicht mit einer anderen, dass irgendwie nach nichts schmeckt oder nach allem. Sour Cream mit Hot Table Soße. Das ist ein bisschen verständlich. Ich mache immer so eine scharfe Sour Cream. Ich habe da die Sour Cream und da die Hot Table, dann tue ich als erster fahre ich in die Dings. In die Sour Cream, beiße ein halbes Nugget ab und dann mit dem anderen halben gehe ich in die Hot Table Soße. Aber weißt du wie viel? Geiß. Geil, ich lieb's. Nee, verstehe. Deswegen, ich glaube, das ist euer exzessives Soßenessen. Deswegen finde ich das so overrated, weil ich das so viel zu tun habe wegen euch damit. Ich meine, es gibt schon geile Soßen. So, weil der Marke mich zusammengeschissen hat, weil ich gern Trüffelmayo und so ist. Ja, stark. Ja, das ist halt die Trüffelmayo. Und da nehme ich ein bisschen was, aber ich will trotzdem noch das Ding schmecken. Deswegen, wie bei der Mama, die Trüffelpizza, die ist ja mit so einem Schinken.
Die ist gut, aber schmeckt mir zu sehr nach Trüffel und halt auch zu fettig, aber die schmeckt mir zu sehr nach Trüffel. Apropos Das ist das Trüffel, Ding. in Düsseldorf war ich Abendessen nach einem Event und ich gehe da rein, super schönes Lokal mit Live-Sängern und sowas, so Italiener, richtig nice. Trüffelpommes, Genau, Italien. 18 Euro Oi. und da waren zwei Scheibchen Trüffel drauf. Ja, das ist das. 18 Euro. Und das waren Fertigpommes. Yes, das kann ich Ich wirklich. habe 18 auch Euro. Trüffelpommes gegessen, da war zwar wenig Trüffel dabei und auch keine Trüffelsoße, Ah, die wird nicht aber 18 der. Euro gekostet haben. Nein, eben 6 Euro kostet, glaube Ja, Alter, Mann, ich war schockiert. Sie sind 5 Euro mehr. Was? 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 Sie sind 5 Euro mehr. Als Die was? 18. Was? 6 Euro. Das geht in keine Richtung, ergibt das Sinn. Ich Bro, habe erklär. heute Nein, 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 gestern. nein, 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 erklär Bitte. das, wie du das Ich gemeint habe einen hast. Joke gemacht. Also, Okay. hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, fix. Spaß. Ich habe heute gegessen zwei Emmentaler Semmeln und da kann ich nur essen mit viel Ketchup und Mayo drin zum Beispiel. Nur, Warum isst du da, Emmentaler? nur Emmentaler mit Ketchup Mayo in der Semmel? Warum isst du da Eine nicht deine Semmel Semmel innerhalb. einfach ohne irgendwas? Das schmeckt ja dann nicht nach Emmentaler. Doch, das schmeckt nach Emmentaler mit Ketchup und Mayo halt. Das schmeckt nach Ketchup und Mayo mit ein Nein, das bisschen war ein Emmentaler Blödsinn. vielleicht. Wenn Wobei Emmentaler. ein Schnitzel mit Ketchup isst, nach was schmeckt es? Nach Schnitzel mit Ketchup oder nach Ketchup? Naja, da wollte ich gerade sagen, in der HTL gab es ja diese geilen Schnitzelsemmeln immer. Ja, stark, stark, Und da stark. musste, und die Leute haben da, also die Mitarbeiter haben da dann Ketchup reingeben. Und einer aus unserer Klasse hat immer so viel Ketchup genommen, dass er dann schon bestellt hat, ein Ketchup-Semmel mit Schnitzel. Also haben wir für ihn bestellt. Das fanden wir da lustig, weil er Ja. einfach viel zu viel Ketchup gegessen hat. Ist Das das aber schmeckt nicht nur die nach Ketchup. Semmel? Dann schmeckt es Nein, vielleicht doch, mehr nach doch. Ketchup. Dann weißt du. Ketchup. Dann bestellen wir Aber nicht nur Ketchup-Semmel. nach Ketchup. Krass. Warum sagst du Ketchup? Ketchup. Hör auf, Ketchup zu Das ist sagen. aber Oder nur was auch ein Verbrechen ist. Ich weiß nicht, ob ihr Ketchups. das mal gemacht habt, ein Nudeln mit Ketchup. Jerry. Nudeln. Nudeln mit Zucker, Nudeln mit Ketchup. Ja, Vor allem habe ich auch Jerry. schon mal gegessen. Nudeln mit Ketchup finde ich gar Ich nicht tue auch nice. immer meine, wenn ich so Schinkenflecken oder sowas esse, gebe ich immer diese, so ein paar Tropfen von der Spicy Mayo, gebe ich drauf zum Beispiel. Spicy Mayo ist aber schon geil. Ja, es Ich glaube, ist jeder hat eng, diese ist eng. Sriracha-Phase, wo auf alles, was er isst, Sriracha drauf tut. Er macht es noch immer, oder? Nein, nein, Nicht? nein. Die Phase hatte ich. Spiegelei, Pups, Sriracha. Sriracha finde ich nur Spiegel, geil ja, so. in der Kebabbox oder auf Pizza. Oder also auf Pita oder so. Aber Ja, ich sonst finde es Sriracha finde ich überall geil auch ein bisschen overrated. Früher war es geil, wo es so neu war, aber eigentlich. Ja, jetzt, ist aber also es immer gibt bessere so. scharfe Ich Soßen. kann zumal Ja. Sriracha esse ich gar nicht so oft und auch nicht so Was gerne. ich aber finde, der Kerngeschmack, das ganz normale Sriracha, es ist ein bisschen säuerlich, aber schmeckt trotzdem nach irgendwas. Nicht so wie Tabasco, was einfach nur sauer ist. Das Ja, nervt mich. na, Ich das finde ist Kebab Tabasco finde schmeckt ich gar nicht. dann geil. Sriracha, habe ich schon lange nicht Ja, gegessen, könnte ist ich dann wieder mal geil, essen. ist dann geil. Ja, boah, der Kebab ist so gut dort. Naja. Leute, wir beginnen mal. Wir haben zwei Fragen vom letzten Mal. Ich finde es toll, wie wir immer weniger Fragen bekommen. Deswegen, ja, keine Ahnung. Warum seid ihr beide so geil? Ich glaube, das ist auf euch beide bezogen. Glaube auch. Ich glaube, das ist. Gab es so eine Mischung aus Nächste unfassbarer Frage. Intelligenz? Warum denkt ihr, sind Statussymbole so wichtig und sind sie euch auch wichtig? Ich verstehe, warum sie wichtig sind. Nein, sie sind mir nicht wichtig, aber es ist absolut nachvollziehbar, weil du willst ja irgendwo in dieser physischen Welt, willst du ja irgendwo Zeigen. so genau einfach dein Dings da lassen. Genau. Dein Abdruck sozusagen. Und du denkst nun mal, das ist irgendwie mit einem teuren Auto, einer teuren Uhr oder sonst was machbar. Wo ich da dagegen Fan bin, ist selber das auszunutzen, also quasi den Expertenstatus, nennt man so. Das ist ein psychologisches Ding. Du kannst dich halt so darstellen, als wärst du ein absoluter Gott in dem, was du machst, nur weil du fein gekleidet bist, so gut wie jeder Bankberater macht das, obwohl die eigentlich nichts können. Ziehen sie sich Anzüge an oder sonst was, um einfach gewisse Autorität ausstrahlen zu wollen und deswegen nutzen sie das dann halt voll aus. Also du nutzt das als Tool quasi, dass die anderen Leute dich als Autorität wahrnehmen. Weil, oh Gott, der ist ja viel Eine krasser als ich. Autoritätsperson, Ja, genau. stimmt. Wir haben ja schon mal drüber Das geredet, habe ich gell? letztens im Über Video schon dieses erzählt. Thema. Aber Status ist leider oft so, wir haben eine ganz kleine Konsumgesellschaft und auf Status hüpfen die Leute halt drauf so. Also ich finde es unnötig, wenn man sich einmal im Klaren ist, dass das alles nur aus dem Ego ist. Es macht absolut keinen Sinn, aber natürlich, manche Es lässt steigen den dann drauf halt ein. gut fühlen, wenn man Ja, aber es Status gibt ja hat. nur so einen kurzen Push so. Ja, stimmt.
Bei mir ist das mit Status, ich finde halt, also bei mir hat es gar nichts mit diesem Statussymbol zu tun, aber ich finde einfach, wo Leute dann denken können, okay, der gibt an mit irgendwas. Erstens, ich kaufe nur Fakes, falls das einer nicht weiß, also so teure Sachen, die ich trage, sind alle Fake. Auch wenn ich es mir leisten könnte, würde ich es, glaube ich, Fake tragen, weil dann bleibt das Geld woanders übrig. Mir zwar nicht, aber teure Autos schauen geil aus, können Ja. viel, sind schnell, deswegen würde ich mir gerne ein teures Ja, Auto aber du kaufen. kannst mir nicht sagen, wenn du fast, also wirklich nicht viel Geld hast und dir dann auf Pump irgendein richtig krasses Auto holst, dass du es machst, weil du es liebst. Naja, ich würde mir jetzt auch nicht, wenn ich nicht wie viel unendlich Geld hätte, würde ich mir kein Lamborghini Aventador SVJ so kaufen, sondern ein Escalade oder sowas. Einfach weil Ja, das ein krasses klar. Schiff ist, weil es drinnen geil ausschaut und so. Deswegen, weil ich mich wohlfühle. Klar, aber meiner Meinung nach kann Natürlich man, zeige ich es gern meiner her, Meinung nach, aber. wenn man ein Auto so sehr liebt, dass man sich so krass verschuldet, ja, da muss man sich schon ein bisschen hinterfragen. Ja. Ich verstehe es schon, ich finde das auch super reizendes Angebot und sowas, aber es ist einfach, irgendwann muss man da halt wirklich, muss es oben Klick machen, aus welcher Intention man das Ding dann tatsächlich kauft. Ja. Weil ein Polo bringt dich auch von A nach B. Ja, natürlich. Ja. Ja, aber wie gesagt, Weil wenn man das Geld hat, ist was das anderes. heißt ja nicht immer, dass man es kauft wegen dem Status. Nein, 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 Wenn absolut ich das nicht. Geld habe, dann kaufe ich es mir. Natürlich werde ich mir ein Auto kaufen. Wenn ich wirklich so reich bin, dass ich mir mehrere leisten könnte, kaufe ich mir ein Auto zum Herzeigen, Ja, was dann klar. irgendwas Orges, Lautes sein wird. Aber so mein Main-Auto, weiß ich nicht, ich mag Tesla extrem, weil ich auch Elon Musk cool finde. Und ich finde, die Autos sind einfach geil. Ich habe auch letztes Wochenende mit einem fahren dürfen. Danke, Luca. Und finde ich super. Aber Das ist nee, jetzt kein ich sage jetzt unfassbar. bezogen auf Status halt. Jetzt nicht bezogen auf ich brauche es oder ich wünsche es mir oder sowas, weil die Intention zählt dahinter immer. Aber es passiert halt vielen, die rutschen halt voll krass in dieser Falle und deswegen, es ist nichts, was dein Leben irgendwie aufwertet oder sonst was, weil nur du wertest das auf Stimmt. und nichts anderes tut Ja. das. Also irgendwas wollte ich noch sagen zu Statusdienste. Achso, weil viele Leute immer fragen, ja, woher ist das Geld für die ganzen Sachen? Ich trage meine EP, weil sie mir gefällt. Nicht, weil ich Leuten zeigen will, schau, ich habe eine EP und sowas. Ich setze mich auch nicht so hin zu jedem und dass der vielleicht denkt, das sehe ich das. Was viele Leute machen, die Fakes kaufen und sowas, hasse ich. Solche Leute verabscheue ich. Ich sage jedem, Bro, wer kann sich immer eine 80.000 € leisten, was mit einem A3 fährt? Ich habe die EP, ich trage meine Lavalls, die ich glaube 900, 1.000er kosten oder so, wo schon, weil sie so fake sind, die Zunge abgerissen ist halber. Weiß ich nicht, das ist halt so mein Statusdings Aber da. ich verstehe es halt nicht. Also ich verstehe es halt schon. Ich weiß auch, warum das halt passiert. Aber man sollte sich wirklich ein bisschen an der Nase fassen, für wen man das eigentlich alles wirklich Ja, macht. Das auf jeden Fall mit Gewissen und nicht in diese Falle rutschen, weil es passiert so viel und ich denke mir halt jedes Mal, warum, Bro? Es ist halt wirklich nicht notwendig. Du musst ja deinen stimmt. Selbstwert damit ein bisschen pushen, so. Ja. Aber das ist ja nur so ein kurzes, das ist wie eine Droge, nur ganz kurz es labern und dann besteht wieder was Neues. Ja, stimmt, hast Ja. recht. So, Leute, das waren die einzigen zwei Fragen, die wir bekommen haben. Danke nochmal, ich bin enttäuscht. Spaß. Gut, wir gehen jetzt mal in die Rubrik, die wir letztes Mal schon hatten. Gehacktes Misch. Super Seite übrigens, ich Ja, das liebe könnt ihr auch es. privat machen. Wir haben es in der Ja. Autofahrt nach dorthin gemacht. Wir haben uns einfach hingesetzt, wo uns Fahrt war, haben die Dings aufgedreht, diese Seite halt, und uns die Fragen gefragt und ein bisschen beantwortet. Super. Finde ich wirklich cool. Gutes Konzept. Wer mag beginnen? Schieß mal auf drei. Eins, Eins, zwei, zwei, drei. drei. Nee, der Das beginnt. gibt's doch nicht. Wie reagierst du auf einen viel zu hohen Preis? Wenn ich privat irgendwo shoppen bin, ist mir manchmal so peinlich, aufs Preisschild zu schauen und dann einfach weiterzugehen. Ich weiß nicht warum, weil nicht Leute denken, dass ich arm bin. Dann sage ich immer, dann schaue ich den Preis an, schaue nochmal das Stück an, denke mir, mach so absichtlich dieses. Oder so, oder schaue es mir dann nochmal an und mache irgend so eine komische Reaktion so und gehe weiter. So reagiere ich auf einen zu hohen Preis. Scherze. Oder ich kaufe es einfach nicht. Ja, aber so reagiere ich auf einen zu hohen Preis. Und du? Ich weiß nicht. Ja, das Ding ist, ich bin halt so reich, weißt, das ist für mich kein Spaß, gleich an Liebe. Nein, keine Und Ahnung. gleich Dann an sehe Penis. ich's, schaue ich es an, dann schaue ich den Preis zurück. Ah, hell na, dann schaue ich es zurück und dann gehe ich. Okay. Das Problem ist, wenn ich mir etwas Teures kaufe, muss ich nachvollziehen können, warum es so teuer ist. Du hast deine Wimper. Und manchmal denke ich mir so halt, Das stimmt. wie errechnet sich dieser Preis? Ich pock das nicht. Ich denke mir so, warum? Stimmt, Und dann ja, da scheiße ich hast du recht. meistens drauf. Ja, Ja. manchmal bin ich aber auch behindert, ja. Wenn ich gerade das Geld habe, dann denke ich mir, ist mir scheißegal, dann ist halt teuer, weißt, Ja, dann kaufe ich es das. trotzdem.
Ja, das ist das bei mir. Das, dann ist das, Geld weg auf einmal. ja, ist das Ding bei mir mit dem Urlaub, genauso wie mit den privaten Sachen. Ich könnte mir jetzt nicht, weil ich hätte Bock, mir Clarks zu kaufen, als diese Schuhe, was ich da so stehen habe. Und die kostet halt 200 Euro. Und ich habe schon geschaut, finde ich es irgendwo fake, schwierig zu finden. Und ich habe diese 200 Euro. Aber ich will nicht auf einmal so viel Geld ausgeben. Von mir aus nehme ich es mal auf Leasing, dann zahle ich halt jeden Monat 50 Euro für 4 Monate und das ist kein Problem für mich. Aber ist das mit Urlaub? So jetzt war es okay, weil da haben wir nur auf einmal 100 Euro zahlen müssen, dann halt alles so irgendwie etappenweise. Sowas finde ich total okay. Ich könnte auch einen Tag, wenn es nur 200 Euro gibt, ist es unmöglich für mich, sofort diese 200 Euro auszugeben. Aber wenn ich so an einem Tag so zweimal essen gehe und einmal fortgehe und keine Ahnung, das ist total okay für mich. So ist Verstehe das, mein Geld ausgeben. Teuren Sachen. ich. Ja. Ja, gut Eine sehr gemacht. gute Frage. Sorry für die kurze technische Störung. Die Speicherkarte ist uns vollgelaufen. Warum auch immer. Dachte, ist genug drauf. Sorry, und wir machen weiter. Ja, wir haben eigentlich schon eine Frage beantwortet, nur wir wollen ein bisschen authentisch sein und nicht wieder einfach genau das reden, was wir Ja, gerade fix. geredet haben. Macht man nicht. Wäre eigentlich Markus ein Ding gewesen, es ging um komische Angewohnheiten. Sag mal deine komischen Angewohnheiten. Ja, also von meinem Zigarettenpackung, wenn ich es aufmache, links hinten die zweite Zigarette muss ich umdrehen. Dann tue ich immer mit meinen Zähnen so fünfmal knirschen quasi. Dann so mit den Fingern mache ich auch immer fünfmal. Beim Autoradio muss immer entweder 25, 30 oder 35 Lautstärke sein, sonst höre ich nicht Musik. Das Red Bull. Das Red Bull drehe ich den Stöpsel um. Wenn ich drei gleiche Zahlen sehe, wünsche ich mir was. Ja, okay, das ist Okay, eine ja, Angewohnheit. stimmt. Das ist ja. Hast du Ich irgendeine bete auch immer. Angewohnheit? Wenn ich kreuze, sehe, bete ich und so. Und so. Das ist ja nicht schlimm. Na, das Einzige, was ich mache, ist, ich habe bei meinem Bett so eine Rille neben meinem Schreibtisch und ich trinke unfassbar viel Wasser und nicht aus der Leitung. Und immer wenn die Flasche leer ist, stelle ich sie neben das Bett und wenn halt die Reihe voll ist, das sind 7 oder 8 Flaschen, erst dann räume ich Zaun und Haus weg. Ja, das ist sehr gut eigentlich. Ja, das ist halt nur. Ich habe so viele komische Sachen, mir fällt gerade nichts ein. Doch, beim Schlafen gehen, ich habe einmal, ich mache immer beim Schlafen gehen auf mein Nichtstör, also ich habe so einen eigenen, wie nennt man das, Fokus. Und das hat einmal nicht funktioniert, wo ich das Handy laut, also wo ich das Handy auf, wie heißt es? Auf Vibrieren hatte. Ich habe immer das Handy auf Vibrieren. Ja, Deswegen ist ich es meine auch. neue Angewohnheit. Immer der gleiche Ablauf. Ich gehe in meine Wecker-App, über die wir eh schon geredet haben. Habe ich das schon mal erzählt? Ja, Genau das. ja. Genau wie ich das mache. Genau. Okay, gut. Dann hat sich das erledigt. Passt. Dann hört sich die alten Folgen an, wenn es euch interessiert. Ich glaube, keinen wird es so brennend interessieren. So, meine Frage. Wo rechnest du komisch um? Bei mir ist das nämlich so, ich rechne Zeit in Zigaretten. So, wenn ich auf Das irgendwas habe ich warte, auch. Das habe wenn ich ich auf auch. irgendwas warte, rechne ich in Zigaretten. Also das heißt, Boah. gut, falls ich öffentlich fahre, ich fahre nicht öffentlich, weil ich bin Autofahrer und Antialkoholiker. Wenn ich öffentlich fahren würde, sehe ich, okay, die Bahn kommt in 8 Minuten, da geht sich eine Zigarette aus, die ich schnell rauche und dann vielleicht noch eine. Oder sie kommt in 5 Minuten, da geht sich genau eine Zigarette aus. Eine Zigarette ist 4 bis 6 Minuten. Kommt Stimmt, drauf an, wie okay, ich rauche. krass. Ja, wir haben früher sogar in Zigarettenrechnen geredet. So. Ich habe gesagt, ja, in 3 Tschick bin ich da und Ja. sowas. Was? Ja, 3 Tschick wären dann so Crazy. 15 Minuten circa. Ja, oder damals als Kind dieser klassische Cheeseburger-Umrechner. Oh Mann, das Keine wären 4 Cheeseburger, Ahnung. Alter. Ja. Oder ein Döner. Wo der Döner noch 3,50 kostet. Oder Das war eine 3 Euro. Zeit. Gute Zeiten. Aber so, stimmt, den Döner rechne ich eigentlich auch. Im letztes, wo wir unterwegs, also wo wir im Urlaub waren, haben wir auch irgendwas gesehen um 3,50 und gesagt, hast, das ist ein Döner. Ich glaube, was war denn das? Na, war das nicht gestern im Kino? Weiß ich. Irgendwo war irgendwas um 3 oder 4 Euro und wir haben gesagt, das war früher ein Kebab. Also, Ja, ich habe irgendwie auch, schade. wo die Zigarettenschachtel 5 Euro kostet hat, da habe ich auch immer umgerechnet. So, wenn irgendwas 15 Euro kostet hat, was viel zu teuer war, habe ich gedacht, das wären 3 Packerl Chic. Also, im Umkehrschluss, wir leben zu sehr von Zigaretten. Krass. Ja, stimmt. Wo rechnet sie um? Also, du hast schon gesagt, wo rechnest du um Ja, in Zigaretten? das, na, also aktuell nicht, aber damals weiß ich, dass ich oft in so Cheeseburger oder Döner gerechnet Das war eine habe. Zeit 9 € für einen Cheeseburger. Das kostet jetzt erst 50. 1,90. Bist du? Ja, hängt davon ab, Das ist wo, bei welchem geisteskrank. Mac, aber meistens zwischen Wahnsinn. 1,50 und Das ist 2 Euro viel zu sowas. viel. So, bin ich der Nächste? Marco. Marco. Das ist meine Frage. Ja, das zweite. Würdest du bei einer TV-Show mitmachen? Fangen wir so an. TV-Show, ja, hängt davon ab, warum nicht? Also ich habe es immer so urgefeiert, wenn so Leute bei Galileo oder so waren, die Das meinst so du, von wenn sie ihrem Sachen erfolgreichen herzeigen. Leben Ja.
schon erzählt haben, was für das finde ich cool. Sonst, in einem Film würde ich gerne mal mitspielen, das kann ich mir sehr, sehr lustig vorstellen. Aber sonst eigentlich nicht. Ich bin so ein bisschen ein anonymer Ja. Typ. Ja. Macht Podcast, ja. Ja, also für mich ist der Podcast ein Mega-Schritt, Leute. Ich arbeite sehr viel mit Social-Media-Leuten, die permanent vor der Kamera sind. Und dann habe ich auch selber den Entschluss gefasst, ich gehe mal selber vor die Kamera. Aber Danke. für mich eigentlich ein schwieriger Schritt, aber ein lustiger und ich freue mich. Ja, wir freuen uns alle. Wir freuen uns. Ist eine Bereicherung fürs Internet. Ja, auf Danke. jeden Fall. Gibt Du, uns Geld oder? dafür. Ich würde gerne ins Fernsehen. Ich habe auch gesagt, ich würde gerne bei Reality-Shows mitmachen. Da sehe ich mich, glaube ich, drin. Es waren bis jetzt immer so peinliche Leute, aber ich glaube, ich könnte gut mitmachen. Reality wäre cool, vielleicht ergibt sich da irgendwann mal was. Sehen zwar viele Leute als komisch und so, aber weiß ich nicht, ich würde das feiern, Ich finde es weil unterhaltsam kommt darauf an, wie eigentlich. man sich gibt, sage ich. Es gibt so Leute, falls das irgendwer von euch schaut, wir haben ja schon mal drüber geredet, Eugen. Hat nichts so Komisches gemacht, er war immer cool. Ich glaube, Stimmt. was war das dann? War das Are You the One, wo er war? Der war ein bisschen weird und hat so seiner Dame, in die er sich verliebt hat, so also gar nichts erlaubt und war immer angefressen. Ja, stimmt. Aber so der hat sich okay gegeben. Es gibt Leute, die geben sich Der cool. war halt authentisch irgendwie, weißt Ja, du? Und stimmt. hat glaubt, dass der in echt halt auch so ist. Ja, sowas was. Aber ich würde schon so einige Sachen mitmachen. So Film, im Film würde ich mich nicht sehen. Vielleicht so eine Fernsehsendung, also so eine normale Serie oder so, wo ich irgendwie so einen Teil mitspiele. Aber Film, ich weiß nicht, ich Willst du komme zu sagen, irgendwie so der Wolf Film. of Wall Street will es nicht gerne mitspielen? Ich wüsste nicht, welche Rolle ich dort spiele. Was ist das? Ja, keine Ich würde Ahnung, sagen, irgend so ein irgendeine Typ von der geile. Party, der sich behindert trinkt. Ja, irgendwann Doch, finde ich das es wäre richtig eh geil. cool, nur ich weiß nicht, ob man das sowas geben wird, keine Ahnung. Also Natürlich würde ich es ich. machen, wenn es mir wer anbietet, auf jeden Fall. Aber so unbedingt sagen, ja, ich möchte jetzt unbedingt einen Film mitspielen, wäre es, glaube ich, nicht. Also ich würde sau gern mal in einem Film mitspielen. Ja, Ehrlich. extrem. Ich Ja, wäre als der so gern Filmschauspieler. Schauspieler. In so einem alten Mafia-Ding, Alter. Das ist schon cool. Generell nicht schon in Den so vielen Hauptmann würde ich Sachen. gerne mitspielen. Da sehe ich mich Ja. drin. So der österreichische Blatt, wir haben eben Du im Auto, andere. drüber geredet. Es gibt einfach null Bezug zwischen Top und Österreich. Österreich eigentlich, ist eigentlich so ein braves Land, wenn man sowas Stimmt, ja. sich Ach, du denkt. wusstest, dass Irland auch geisteskrank ist? Ja, 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 extrem, Alter. vier Leute von meiner Klasse, die waren im Praktikum in Irland, in dort so einer Behindertenanstalt, ja. Die haben am ersten Tag wurden vor ihren Augen drei verschiedene Menschen auf die Schnauze gehauen, einfach mitten Echt? auf der Straße, ja. Dann wurden sie weggeschickt, weil na, die Polizei ist zu ihnen heim, hat angeklopft und da ist er einfach reingestimmt, vier Polizisten, weil die suchen, die haben vier Migranten gesucht, die illegal eingewandert sind und Crazy. so. Da geht's urab, wirklich. Irland Ja. ist ärgstes Ich glaube, Kind die haben auch eine anscheinend. krasse Hooligan-Kultur, so fußballtechnisch. Na, das kann sein. Irland. Ja, glaubst Oder ist das schon Irland? du? Irland, Schottland? Ich glaube, ich Wer spielt in glaube. Irland? Wer ist denn da? Sale. Also, McGregor, oder? Durain? Ja. Nein, ist Glasgow in Schottland? Bin ich jetzt blöd? Ja, das versuche ich auch gerade irgendwie. Aber ich glaube, die haben das auf jeden Fall krass. Den Hooligans. Kann ich Spielt mir es auch in Irland? vorstellen. Aber bin mir gerade nicht sicher. Ist ja wurscht. Ja. Ja, gut, Lini, Frage? Komisch. Welche ist die ekelhafteste Ekel. Bro, da gibt es nur eine Antwort, das ist Sulze. Boah, Bro, wenn ich das Sulze. Es ist so, wie manchmal kann man, sehe, bitte, Mann. fragt eure Väter, wie kann man Sulze essen? Ja, Das ist ja stimmt. geistesgestört. Alter, ich Das ist ja bin nur nur Gel schaut mit ekelhaften Sachen von einem Tier, oder? Ja, ist echt gräulich. Aber Boah. ich finde, es gibt viele, was nicht so geil sind. Zum Beispiel, ich denke mal so, ich verstehe alles außer Sulze. Ich verstehe, wie man ein Speck isst, ich verstehe, wie man das isst Blutwurst und und sowas brauche ich nicht. verstehe Dann ich auch irgendwo, Käsewurst aber mir fühle ich schmeckt es auch nicht. nicht. Was ich aber komisch finde, ich hasse es auch, aber ich meine, ich esse generell kalten Käse. Und man isst ja einen Käse, aber Käse, wieso kann man da nicht Käsewurst Ja, essen? wer weiß nicht, ist irgendwie was anderes. Also so für Stimmt, mich, ich hätte ja. Ich gerne. wollte auch Sulze sagen, das schaut so Ja, dermaßen kann nicht gut aus. gut schmecken. Ich Na. verstehe das nicht. Und wie isst man das? Tut Boah. man sich das abschneiden? Gibt man das in den Semmel rein? Oder wie isst man das? Gar Mann, nicht, wenn ich so, das glaube manchmal in ich. der Auslage sehe, ich denke mir so, und es ist nicht mal so viel da. Und ich denke mir so, Wer isst ich sowas? würde gerne wissen, wie das schmeckt, aber ich würde mich nie drüber trauen, das zu probieren. Also ich spekuliere maximal über 60 Leute essen Ja, das. sicher. Safe. Sein Gerhard, sein 70-Jähriger. Mein Opa. Das Gerhard ist 70-jährig. Shoutout und Gerhard. Ja? Shoutout, Bro. Was wollte ich noch sagen? Oh, kennst du das von TikTok? Das sind meistens Italiener. Da gibt es immer so Videos, da stellt es irgendwo eine Auslage auf und es tropft so runter, die solche Innereien, so Magen und wie nennt man das? Da gibt es ein Wort dafür. Ist ja wurscht. So Magen und Leber und die. so.
Leber verstehe ich auch noch irgendwann. Ah, ich weiß, wo sie so in so Boxen reingeben, gell? Ja, also der Schneider ist so grindig, oder sowas. Der Schneider ist so grindig irgendwie. Testicles. Also ja. Ich glaube auch so Hoden und so ein Zeug. Ich weiß nicht, auf jeden Fall, wow, das ist so, man sieht halt, es ist so feucht darin, alles tropft, weil es halt eingelegt ist in Wasser, glaube ich. Und boah, das ist alles so grau und das ist sowas. Ja, das ist ganz weird, ganz, ganz weird. Komm, schau, wenn wenigstens was dran ist, wie in einer Leber, das schmeckt ja irgendwo nach irgendwas. Habe ich schon mal gesehen. Ist nicht meins, aber Leberknödel, das sind gut. Aber also das kann mir nichts schmecken. Das schaut einfach nur aus wie ein Pappendeckel oder so. Ganz, ganz ekelhaft. Das ist so Sulzer, so ein Gelee, gell? Das ist so ein Gelee, das ist durchsichtiger. Ja. Oh Mann, nee. Das. Ja, wollen wir weitermachen? Ja, ekelhaftes Thema. Was gibt's denn Interessantes? So, Leute, gibt's uns kurz Zeit. Womit kann man dir wirklich gar keine Freunde machen? Freude machen. Womit kann man mir keine Freude machen? Mir kann man mit allem Freude machen. Ja, wollte ich auch mit allem. Außer es gibt eine Sache, mit der man mir absolut gar keine Freude macht, und das ist, wenn man in der Früh versucht, mit mir eine Konversation zu führen. Boah. Heute, ich habe schon wieder gemerkt, ich habe ein bisschen länger, ich habe jetzt 2 Tage frei gehabt, also 4 Tage mit Wochenende. Ich komme in die Arbeit komplett verschlafen und es will wieder jeder mit mir reden und ich kann einfach nicht. Ich würde so gern, ich habe schon Anschluss von meinen Kollegen gekriegt, weil ich wenig rede, aber es geht nicht. Ich kann das nicht. Du bist denn so beliebt, was ist das? Ja, das ist das Problem. Ich bin so ein Morgenmuffel, wenn man mit mir in der Früh redet. Ich sage, ja, mache ich. Ich habe es vergessen. Ja, natürlich. Und ich mache es dann nicht. Ja. Ich habe aus Prinzip, nerv mich nicht in der Früh. Ich habe das gar nicht. Ich kann das auch gar nicht nachvollziehen. Fuck, das ist so null. Ich bin, ich wäre gerne. Meistens gut gelaunt, so gerne in der Früh gleich nach dem Aufstehen. Wie geht das? Wie kannst du das verraten? Also so im Urlaub und so immer, da habe ich immer richtig Bock auf den Tag. Ich meine, ich habe so auch Bock auf den Tag, aber ich weiß nicht warum. Es kommt auch immer darauf an, wie viel ich geschlafen habe. Also wenn ich jetzt 8 Stunden schlafe, ist kein Problem. Ja. Wenn bei ich mir, 2 geschlafen habe. Ich verstehe nicht, wann es mir am besten geht. Manchmal schlafe ich 4 Stunden und ich bin super, super munter, zwar nicht gut gelaunt in der Früh, weil ich bin im Morgenmuffel, aber wirklich super munter und ich merke, das wird ein guter Tag. Mhm. Manchmal schlafe ich 8 Stunden und mir geht es komplett dreckig. Es ist komplett unterschiedlich. Ich verstehe es nicht, ich kann es nicht nachvollziehen. Ganz komisch. Und mich kann dir keine Freude machen. Ja, also ich freue mich auch eigentlich über alles, ja, aber über was ich mich nicht so freue, sind Gutscheine, ich weil die sagen, immer verfallen. Ja. Immer. Nein, verfallt uns nicht, aber ich denke mir, gib mir das Geld. Generell, so Geschenke, ich mag so Wertgeschenke, nicht so Geld oder... Ja, oh, ich schon, Dings. Aber bevor man mir einen Gutschein schenkt, denke ich mir, bitte schenkt mir einfach das Geld, dann kann ich wenigstens danken gehen dafür. Wenn man denkt sich halt so, Geld ist so also so unpersönlich. Gutschein macht besser. Dann nehme ich einen scheiß Gutschein, ja. Früher alle so in der Mittelschule, so haben alle immer Geld von den Eltern gekriegt, wo ich mir gedacht habe, weißt du, ich brauche das nicht, ich will einfach coole Geschenke haben. Da freue ich mich mehr, wenn ich was auspacken kann, dann bekomme ich irgendwas, vielleicht, was ich mir nicht genau gewünscht habe, ist auch cool. Das war mir immer lieber. Schlimmste sind die Leute, die beim Klimabonus Gutscheine bekommen haben statt Geld. Ja. Boah, das Geld wird mich... Boah, wird mich das ankotzen, Alter. Ja, stimmt. Das wird mir richtig stinken. Alter, 500 Euro in so Dexo-Gutscheinen. Ey, wird mir das stinken, Alter. Ja. Aber so Dexo-Gutscheine irgendwie cool. Ja, sind eh gut, die kann man wenigstens fast überall verwenden. Aber das wird mich trotzdem so ankotzen. Man kann uns mit allem Freude machen. Ja, ich freue mich wirklich über alles. Du kannst mir nette Sachen sagen, ich freue mich. Du kannst mir was Gags und Kleinigkeiten schenken, ich freue mich. Du kannst was planen, du kannst was mit mir machen. Du kannst einfach sagen, heißt, ich möchte mit dir Zeit verbringen. Ich freue mich über alles. Also, ja, safe. Ja, wir sind allgemein sehr genügsame Menschen. Also, ich brauche mich nicht. Hört sich jetzt blöd an, nur weil wir so vielleicht, natürlich meine Eltern haben mir alles geben, und so von anderen Menschen nicht viel bekommen haben. Es ist nicht kein Hate an irgendwen, ich habe selten von meinen Freunden was zum Geburtstag bekommen. Ja. Ich schenke auch prinzipiell nichts zum Geburtstag zu meinen Freunden. Freunden, ich weiß nicht. Nein, selbst nichts. Aber ich will auch nichts geschenkt bekommen und ich habe auch kein Geld, dass ich jetzt jedem Freund von mir was schenke. Ja, ja, ist schon schwierig. Gar keinen was so Gemeinschaftsgeschenk oder so kann man. Da mache ich auch immer mit. Aber ich liebe halt mit allen keinen Kebab essen oder sowas. Mhm. Oder so von Frauen habe ich auch bis jetzt nicht wirklich viel bekommen, irgendwie so, wo man sich denkt, dass ich mal zwischendurch, außer zum Geburtstag, zwischendurch mal eine nette Geste oder so, ist halt auch. Bei Frauen ist halt das Ding, wenn die Frau, die ich mag, wenn die mir ein Geschenk macht, das egal was, da freue ich mich immer drüber. Die könnten mit mir jetzt ein Geschenk machen. Ich habe dir erzählt, was ich als letztes bekommen habe. 3 Monate weg, ja. Ich habe einen Kaugummi bekommen. Also ganz, 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 ganz. Da freue ich mich sogar über das Verbale, glaube ich, sogar mehr als wie über Gegenstände, wenn sie mir nette Sachen sagt oder sowas. Und schreib mir, ich habe noch nie, habe ich schon mal einen Brief bekommen? Ich glaube, 1-2 Mal in meinem Leben habe ich einen Brief bekommen. Ich würde in Tränen ausbrechen, wenn ich mal aufstehe in der Früh und einen Brief kriegen muss. Es ist kein Spaß.
Ich würde den Überraschenden mitnehmen, das ist so wenig. Ich denke mir, Bro, ich kann das, ich habe ja schon mal gesagt im Podcast, ich schreibe so gern Briefe und schenke die her. Ich auch, ja. Ich kaufe gern Blumen, obwohl Blumen schnell verwelken. Und ich kaufe gern Blumen, ich mache gern kleine Geschenke, ich höre gern zu, schreibe mir. Also ich habe immer Listen aufgeschrieben, was eine Person mag. Und ich auch. Ich schaue, okay, vielleicht, jetzt haben wir gerade einen guten Tag gehabt, eine schöne Zeit gehabt, ich fahre morgen los und kaufe vielleicht eine Kleinigkeit oder so, oder schreibe irgendwas, oder schreibe nach einem Treffen, hat mich sehr gefreut, mir war schön und sowas, aber ja, kommt halt nie was zu. Da muss ich mich glücklich schätzen, ich kriege so, immer so kleine Kärtchen geschrieben und ja, so. Das ist so toll. Ich sage immer wieder, du hast Checkbook. Ja, stimmt halt wirklich. Schau da, Therese, wir vermissen dich da. Jetzt müssen wir mal mit Marco klarkommen. Ist wahr. Marco Frog? Marco Frog? Nein. Was Marco löst Frog bei dir immer wieder Begeisterung aus? Begeisterung. Boah, ich habe irgendwas im Kopf. Glaube ich nicht. Nicht? Schade. Ich bin ein einfach zu begeisternder Mensch, weil ich halt so vieles unfassbar cool finde. Mhm. Mir wird jetzt per se nichts anfallen. Ich bin dann auch sehr positiv und empathisch, und wenn ich halt sehe, irgendwas Cooles, sage ich das auch sofort, boah, das ist so cool. Ja, das würde ich auch anders machen. Was löst bei dir überhaupt keine Begeisterung aus? Welches Thema oder so? Allerdings, weil wir vorher darüber geredet haben, so Statussymbole. Ich gönne zwar jedem, ich finde es auch cool, wenn ich dann Freund von uns jetzt ein Auto kaufe, finde ich cool, nur begeistert mich nicht. Na, da bin ich auch sehr neutral. So. Ich freue mich natürlich für die andere Person sehr. So. Bin ich begeistert schon. Aber wie gesagt, ich gönne jedem und ich will, dass jedem gut geht. Aber so begeistern kann man mich mit so, wenn man jetzt postet, weiß ich nicht, ich mache gerade fetten Urlaub und habe mir ein fettes Auto gekauft, begeistert mich nicht wirklich. Na, mich auch nicht. Also. Naja, was mich so gar nicht begeistert. Ich weiß es. Bürokratie begeistert mich gar nicht, vor allem bei der Behörde oder sowas. Mhm. Wenn du irgendwas machen musst, ganz schnell zum Beispiel einen Pass neu machen und dann den ganzen Papierkram und dieses ganze Rumherum und ich denke so, Mann, ja, warum ist das so schwer? Was mich begeistert ist, von 0 auf, so Leute, die es von 0 auf 100 geschafft haben. Wenn ich habe jetzt zum Beispiel einen Freund, ich weiß, der hat viel Scheiße gebaut, ich habe mit ihm Scheiße gebaut früher. Hab so immer zwischendurch ein bisschen was von ihm gehört, dann gesehen, okay, der ist in sein Geschäft eingestiegen, okay, das ist jetzt irgendwie, gibt keinen Sinn gegen das, was ich vorher gesagt habe, weil der postet jetzt Stories, Bro, der lebt das ärgste Leben gerade. Ja, sich darüber zu freuen, ist ja was anderes als Status. Ja. Also wenn er macht es ja für sich als Status, ob du dich für ihn freust oder nicht, ist ja wurscht. Aber sowas, wenn ich so sehe, okay, ich habe mit dem früher Kontakt gehabt, oder zum Beispiel Leuten, wo ich gesehen habe, okay, der... Ich habe früher mal gesehen irgendwo, ich habe gehört, das spielt gut Fußball. Zum Beispiel, was ein gutes Beispiel, ich habe früher, hat es auf Sport, ist das euer Sport Plus, hat es immer so Schülerliga gespielt. Da gab es so einen kleinen Schwarzen, David Alaba, wie viel alt war ich da? Da war ich ziemlich jung, den Spielen gesehen, auf einmal spielt er bei Real Madrid in der Startaufstellung. Sowas das begeistert ist krass, mich extrem. Ja. So, wenn ich so mitkriege, so den Aufstieg von jemandem, das begeistert mich. Das ist schon krass. Ja, sehe ich. Stimmt. Finde ich? Bei welchen Produkten nimmst du immer die günstigere Variante? Haben wir das schon beantwortet? Kann das sein? Nein, ich glaube nicht. Ja. Das ist eine gute Frage. Da hatte ich auch schon mal, wo ich den Podcast gehört habe, eine super Antwort dazu. Bei Essen, glaube ich. Schau ich immer, sollte man nicht, ist scheiße, ist dumm von mir, aber so, wenn ich ein Fleisch kaufe, so ich Hühnerfleisch oder sowas, nehme ich das Billigste. Ja. Für mich schmeckt nicht viel Unterschied zwischen einem, ich weiß auch nicht bei den Preisen, ich habe schon lange nicht mehr gekocht, oder Nudeln oder so, nämlich immer die Sparsachen, die Billigmarke, bei solchen Sachen. Ja, also ich mache es gern bei so Grundnahrungsmitteln, so Mehl, Zucker, Öl, da brauche ich nicht irgendwie das. Ich bin generell so einer, also nicht, dass ich mich weigere, den Preis zu zahlen, manchmal, ich denke manchmal, Bro, das kommt alles aus derselben. Das Leben. Kommt alles aus demselben Scheißort. Ja. Für mich recht tut sich es manchmal einfach nicht rechtfertigen. Ja, stimmt. Das macht einfach halt vorne. Marke. Was macht vorne? Ob ich mir jetzt den Dosenmais von Jan natürlich kaufe, dann keine Ahnung, 90 Cent kostet, oder den vom, was weiß ich, was für ein super Fancy ist, der 3-4 Euro kostet. Ich denke mir so, Mann, dann nehme ich den um 90 Cent. Ja. Oder Bohnen oder sowas. Das ist alles bei diesen ganzen Sachen. Du hast aber recht, das mache ich in letzter Zeit auch bei allem. Stimmt, nicht nur bei Fleisch oder so.
oder bei Nudeln. Ich gehe wirklich immer, wenn ich irgendwo einkaufen bin fürs Mittagessen, auf was ich Bock habe, nehme ich immer das Billigere. Ich nehme keine Bio, also nicht diese Orgen-Bio-Bananen, sondern die normalen Bananen, wenn ich gerne Bananen esse. Ich nehme von den Würstchen, von dieser, von den Würstchen nehme ich auch immer die billigsten. Das, wo ich nicht spare, ist Red Bull. Ja, gibt es nur Red Bull. Wirklich, wirklich. Ich Ich habe wollte zwar auch nicht sagen, früher, früher habe Unterschied. ich zwar fast nur Spar-Energy getrunken, also S-Budget, und habe mir immer, weil da gab es das Angebot, ich glaube, jeden zweiten Monat gab es eine Palette zum halben Preis. Ja, Das fix. kostet halt gar nichts, das sind 20 Euro, 20 Cent pro Dose oder so. Ja. Das habe ich immer gekauft, aber mache ich auch nicht mehr. Nur Red Bull für mich. Was ich auch nicht verstehe, keine Ahnung, wenn ich mir Wasser kaufe, dann kaufe ich mir eine Waldquelle für, kann was kostet das 35 Cent, bevor ich mir die Römerquelle nehme für 1,20, die schlechter schmeckt. Ja, dazu bin ich aber Kann nichts auch. dazu sein. Ja, bei mir ist so, bei Sachen, die mir nicht wichtig sind, nehme ich immer das Billige. Ja. Aber so bei Sachen wie mein Red Bull, meine Zigaretten, wenn ich mal Wasser trinke, muss teures Wasser sein, sonst will ich es Bei nicht. Wasser, ich aber auch. Ist bei Ja, mir auch so. bei solchen Sachen halt, weißt du. Ja. Oder Eistee zum Beispiel, nehme ich auch eher Du hast gerade den einen Rauch-Eistee. Spar-Eistee da. Ja, aber weil ich den schenken gekriegt Ach habe. so, Das ist okay. was anderes. Wenn ich Spar-Energies schenken kriegt, dann denke ich ja. Aber sonst, Wahrscheinlich so auch. Sachen, die mir wichtig sind, nehme ich immer das Teure. Das beste Beispiel, Kleidung. Bekleidung ist Brauche mir ich zum nicht. Beispiel schnurzpiepegal. Das ist mir scheißegal, Ja, die Alter. Qualität, Bro, dann kaufen wir halt anstatt eine Hose um 120 Euro, kaufen wir halt die 30 Euro Hose. Da wird es halt ein bisschen schneller kaputt, was ein Blödsinn ist eigentlich. Ja, fix. Wird es halt ein bisschen schneller kaputt, aber dann kaufen wir halt eine neue um 30 Euro. Ja. Weil das kann Nee, ja passieren. bei sowas ist mir auch Oder das ja, scheißegal, das mit den Alter. Ja, safe. Fake-Sachen. Anstatt dass ich 900 Euro für Schuhe hinbleche, zahle ich lieber höchstens 100. Vielleicht halten die so nicht so lang, was ein Blödsinn ist, kommen ja aus derselben Firma. Aber Ich denke mir, dann kaufe ich mir halt so ein neue. Basic-Shirt, das gibt es beim H&M, keine Ahnung, für 12 Euro oder sowas. Spricht mich mehr an als ein Basic-Shirt für 60. Es gibt ja Ja. Basic-Shirts für 50, 60 Euro. Das ist Das ist mir Wahnsinn. dann sowas von egal. Ja, weil ich, Nur wir weil da hinten waren. im Makel was anderes Ja, draufsteht. Wir außerdem, ich will waren. nicht, dass irgendwas auf meiner Kleidung steht. Ich mag das nicht so. Ja, stimmt eigentlich. Bei mir ist Ich das auch finde nicht mehr. selten Prints, wo ich sage, so, boah, das muss ich Stimmt, ich auch haben. nicht mehr. Das ist. Ja, mein Ja. Lieblings-T-Shirt ist, glaube ich, ist sogar auch vom H&M. Das ist auch so ein oversized weißes T-Shirt, einfach fittet perfekt. So Bei mir ist das Dropshoulder, fix von dropped. Review. Mein schwarzes Lieblings-T-Shirt, habe ich auch schon ein Kompliment, was mir sehr viel bedeutet hat, dazu bekommen, weil es einfach perfekt passt. Es schaut super aus, es ist super Stoff, geht auch nichts oben, ist glaube ich von Review, habe ich 20 Euro oder so Ja, gezahlt. und das ist keine 100% Baumwolle Ja. und ist genau dasselbe wie das andere. Und ich durfte gerne Sale shoppen, wo wir gerade bei der Frage sind. Zum Beispiel das, ich würde nie bei Zara so einkaufen, glaube Boah, ich. ich bin Das so ein könnte ich schon, Schnäppchenhunter, das ja. kannst du dir Ich nicht liebe schon vorstellen. Zara, hat geile Sachen, aber es tut mir weh, wenn ich da zu Zara gehe und denke, ich will nicht den Vollpreis dafür zahlen. Deswegen warte ich auf den Sale, weil Zara, dieser Sale, der vor kurzem war, geistig Ist nur gestört. das, Ja, warum ich ich habe auch so ich glaube viel nicht Geld, aber so auch so wichtig. wenig Geld dafür ausgeben. Also das war aber, bei Ich Kleidung wusste spare ich auch davon nicht sehr. mal was, wirklich Gott sei Dank, weil ich Ja. mich noch schneller haben will. Wer hat die Frage gefragt? Du, gell? Ja. Ich sitze mit zwei und frag du. Naja. Welche App benutzt du nicht, löscht sie aber auch nicht? Da habe ich einige. Wir schauen jetzt Boah, einmal. Wir ich habe machen jetzt so mal viel die Apps ab. Quatsch-Apps. Ich habe Project Makeover, vor mein Spiel. kurzem. Best Secret. Was gibt's noch? Die OFTV Take, keine Ahnung, warum ich die noch immer habe. Temu benutze ich nicht mehr. AirBuds, das ist dieses mit Musik. Habe ich, glaube ich, zweimal benutzt. Ich einmal. X, also Twitter benutze ich fast nie, außer es gibt irgendwelche Leaks von irgendwem. Drag. Ja, zum Beispiel. Shoutout an Drake. Ich habe so viele, Ja. so verdammt viele Apps, die ich nicht benutze, aber es tut mir weh, sie zu löschen. Weil Ich ich habe habe. das Ding, ich habe so meine geordnete Dings, ich muss immer blind muss ich auf die App tippen können. Und wenn ich da mal Ich eine lösche, muss ich wieder alles umbauen. Das habe nervt mich. so gut wie jede Airline-App, die es auf diesem Planeten gibt, obwohl ich immer alles über dieselbe Plattform buche. Dann habe ich noch Öffi-Apps aus Schweden. Stimmt, ich brauche viel Apps, warum habe ich die? Dann habe ich Magic Eden hatte ich hatte so, wie heißen die, wie hießen denn die Dinger? Diese Krypto-Bilder da, war ja mieses vorgegangen. NFTs. NFTs habe ich auch ein paar, habe ich nie wieder geöffnet. Hoffentlich sind es eine Million wert, wenn ich das nächste Mal öffne. Ich habe die Massimo Dutti-App, warum auch immer. Dann habe ich New Star Soccer, was ich als kleines Kind immer gezockt habe, falls ihr das kennt. Sicher. Ja, sonst eigentlich. Ich habe erst ausgemistet, aber ich habe auch noch viele. Dieses AirBuds. Warum haben wir das alle? Wir sollten das eigentlich nicht Dieses benutzen, weil das komisch AirBuds ist. habe ich einmal benutzt. Audible
Dachte ich einmal, ich fange jetzt an zum Hörbücher hören. Einmal für 10 Minuten. Dann, ja, so Bolt und sowas habe ich, glaube ich, auch einmal benutzt. Oh, B-Move, Crunchyroll, warst du damals dein mit denen Update. In Berlin mit? Nein, oder? Easy Star. War ich mal von euch in Berlin mit Paul und so? Ich war Berlin mit Paul. Das Miles ist ja geistesgestört. Das ist verrückt gut, gell? Pro, wir haben das die ganze Zeit verwendet. Ja, das ist super. Ist brutal, Mann. Leute, wenn ihr irgendwo in Deutschland unterwegs seid, in einer großen Stadt, ladet solche Miles runter, das ist geistesgestört. Miles, ja. Und auf den Auto steht aber manchmal Milfs, weil sie beim E den Strich runter. Stark. Es gibt ja so einen fetten Bus, wo drauf steht. Man kann, gibt ja Autos, Busse und alles drunter, es steht so Milfs drauf. Aber lustig. Das ist gut, Mann. Darf ich noch eine Frage fragen? Ich habe eine gute gefunden, nämlich. Wo war es jetzt? Also, welches Kleidungsstück darf auf keiner Querdenker-Demo fehlen? Querdenker-Demo. Ich sage einen Rucksack. Ja, ein komischer Rucksack von einer komischen Marke. Boah, stark. Ein Rucksack. Starker Call. Ja. Irgendwas hatte ich noch. Ein großes Hemd. Bei den Frauen, die haben immer große Hemden an auf solchen Demos. Gibt es noch irgendwas? Stiefel, würde ich auch sagen. Ja, diese ausgetretenen Stiefel, ja. Oder diese, ich weiß nicht, wie sie heißen. Diese Schuhe. Diese Lehrerschuhe. Die was ein bisschen ausschauen wie Clownsschuhe. Wisst ihr, welche ich meine? Die zeichenfrei sind? Nein. Wie heißen die gerade? Die haben einen Namen. Oh. Wisst ihr nicht, welche ich meine? Na. Pass auf, ich google das jetzt. Clownsschuhe. Also, habt ihr irgendwelche Antworten? Ich weiß, welche du meinst. Ich weiß, das sind solche Halbschuhe, gell? Ich weiß, welche du meinst. Warte. Sandalen sind auch was. Lehrerschuhe. Wenn du den jetzt findest. Ja, hab ihn. Sicher. Ja. Oh, wo ist denn der jetzt? Na, der war ganz am Anfang, oder? Ganz oben links. Ja, das war Werbung. Ist ja wurscht. Ich hab Werbung-Tipp mal da. Wie heißt denn solche? Gibt's denn das nicht einen Birkenstock? Ja. Ich weiß nicht, ob ihr euch was darunter vorstellen könnt. Sie sind vom Birkenstock, die haben so Pin-Style. Solche Schuhe. Ja. Oder Lehrer. Ja. Ich fand die Frage lustig, musste ich fragen. Geht schon, Marco, ich hab dich Fragen genommen. Nein, ich habe ja noch nicht mal eine. Deswegen habe ich eine Frage genommen. Okay. Für welchen Freizeitsport bist du nicht der Typ? Badminton. Ich kann zwar, klingt das ein bisschen blöd, aber ich kann, glaube ich, jeden Sport ein bisschen. Ich auch, ja. Ich habe dieses Jahr am Ozean, glaube ich, zum dritten Mal in meinem Leben Volleyball gespielt und ich war gut. Ja. Also, versteht es mich nicht falsch, als Fußballer kann man jeden Sport. Da hat man halt dieses Ballgefühl. Ja. Ich glaube, ja, tatsächlich. Ja. Das ist Sport, den ich gar nicht mache. Boah. Badminton, Slacklinen, Schwimmen ist gar nichts für mich. Ja, Schwimmen ist auch nichts für mich. Also ich gehe gerne so an den Strand oder so gerne am Ozean oder sowas. Oder ich bin aber der Letzte, schwimmen. Der... Ich gehe reinhupfen. Ich gehe gerne reinhupfen zum Abkühlen und wieder raus. Ja. Mehr mache ich da nicht. Dann nass Fußball spielen auch wieder cool, aber ja, bei mir ist es Schwimmen, glaube ich, meine Top-1-Antwort. Was ist bei dir? Bei mir ist es, glaube ich, so du den Ball so aufs Netz raus, dass auch jeder am Strand ist. Ja, ich weiß schon, meistens das Linie. Du bist sicher so einer. Du hast deinen Trampolin in der Mitte. Ach so, ich weiß, was ihr meint. Keine Ahnung. Squash? Nein. Squash ist gegen die Wand. Ich weiß, was ihr meint. Das ist immer Ozean aufgebaut, gell? Ja. Ja. Ich weiß das immer. Oh, wie heißt das denn? Sind auch meistens so Halbjugendliche, so 20-Jährige. Ein bisschen sehr links. Solche Leute. Ja, stimmt. Das war eine gute Frage. Was magst du bei Frauen mehr? Manikürte Nägel oder natürliche? Da habe ich eine orge Meinung für einen in meinem Alter. Ich mag so natürliche Nägel. Also zwar lackiert, aber natürliche Nägel. Mhm. Von mir aus, wenn es irgendwelche Gelnägel oder so sind, ein bisschen ziemlich kurz. Ja, nur ein bisschen länger. Aber am liebsten sind mir natürliche Nägel lackiert. Bei mir ist es genauso. Natürliche Nägel und schöne Fußnägel. Platz. Was ich hasse, was ich richtig räudig finde, sind diese ewig langen Nägel. So spitze Augen. Oh nee, das pocke ich gar nicht. Wenn so am Handy schon so. Mhm. Ja, und man hört es. Ja. Oh nee. Das finde ich richtig widerlich sogar. Ja, ich widerlich bin nicht. Doch, ich bin zwar trotzdem, ich bin ein Loverboy, aber mir gefällt viel mehr so. Ja, und so Leute, so steigern auf, ich muss unbedingt so lange Nägel haben. Ich weiß nicht, ich verstehe auch nicht. Boah, das ist ehrlich aussagen, ein bisschen nuttig für mich. Das ist immer ein bisschen nuttig, diese langen Nägel. Hauptsache gepflegt, das ist wichtig. Das sowieso. Ja. Gepflegte, schöne, lackierte Fußnägel, auch ganz wichtig. Nicht lachen. Könntest du den Tod eine Freude machen? Ja, sehr viel Freude. Schickt mir alle, ich hasse Füße, bitte schickt mir keine Bilder, ich werde mich so anekeln. Ja.
Okay, ich glaube, ja, wir machen weird. Weiter. Ja, machen wir weiter. Welche Fachrichtung würdest du als Arzt einschlagen? Boah. Gynäkologe. Nein, ich glaube Urologe. Urologe? Ja. Ich habe einen Banger-Call. Sag einmal. Sportarzt. Ja, gut. Stell dir vor, du bist Sportarzt ja, und da spaziert ein Fußballprofi rein. Ja. So ein Sportarzt für eine Fußballmannschaft. Aber ich könnte nicht seriös sein. Ich würde gleich... Ja, das Ding ist halt... Ein Foto machen und so. Ich bin da halt gar nicht so. Also ich glaube auch, wenn ich da jetzt so einem Profifußballer vor mir vorbeigehen sehen, ich würde niemals in meinem Leben nach einem Foto fragen. Never, ever. Ich auch. Ich würde auch nicht nach einem Foto fragen. Ich würde nicht vielleicht fotografieren, so heimlich. Oder sagen, oh, sehr, das mache ich öfters, wenn ich so bekannte Leute irgendwo sehe. Tue ich so, als wären das so Freunde. Oh, servus, bla bla bla. Also, Tilo. Ja, oh. Tilo, unser Bruder. Oder Maximilian im VIP. Oh, Maxl. Und der schaut nur, servus. Weirdo. Ja, Sportarzt, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, Urologe. Ich glaube, ich so orthopädischer Arzt, glaube ich. Ist das langweilig, Mann? Bist du langweilig? Das ist alles langweilig, finde ich. Stimmt. Ich wäre so ungern. Ich wäre wirklich sehr ungern. Ja, ja, ich wäre auch sehr ungern, aber also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du so halt ein anerkannter Sportarzt bist, der Müller Wohlfahrt, der Deutsche, mit dem war jeder Fußballer jemals. Oder allerdings Physio oder so. Aber ich sage kein Arzt. Stimmt auch wieder. Achso, ich bin. Zu welchem Album hast du ein besonderes Verhältnis? Bei mir ist es Straight Outta Compton von NWA. Das war eins der ersten Hip-Hop-Alben, die ich gehört habe. Ich glaube, jedes einzelne Lied ist gut oder ein Banger. Der Film, den habe ich am ersten Tag, musste ich unbedingt zur Premiere. Ich bin ein riesen NWA-Fan, wie man im Hintergrund sieht. Oh, Pop ist auch wieder da. Es geht, Pop. Ja, zu dem Album habe ich irgendwie ein super Draht. Zu sagen. Und Birds in the Trap von Travis Scott, weil das so wenig war, eine der besten Zeiten meines Lebens, so 2016, glaube ich, war das 2016, 17. Super Album, auch jedes Lied top. Das, ja, auch ein super Album. So ein ganzes Album? Ja. Und jedes von KIZ, Sexismus gegen Rechts. Ich weiß, als Jugendlicher, so kannst du so 16 bis, lass mich nicht lügen, 19, habe ich ganz viel Kollega gehört. Ja. Und ich kann mich erinnern, 2014 ist Kollega King rausgekommen, sein Album. Mhm. Mann, da habe ich mich gefühlt wie ein Gott mit den Zwölferhandeln am Köln. Das kannst du dir nicht vorstellen, das war unglaublich. Das ist mittlerweile, das ist 10 Jahre her, Mann. Wahnsinn. Ich so 14, Alter, 14, 15. Krass, ja. Das war krass. Also wie so zum Fußballtraining oder wegen die Schule, ich meine, kennst du das, ihr geht so am Weg in die Schule, hört das krasseste Motherfucker-Lied und dann im Endeffekt fahrt sie nur in die Schule. Was ich nicht verstanden habe. Damit irgendeiner Forscher da sie zu tun hat. Ja, ja. Scheiß Schule. Scheiß Zeit. Was ich nicht verstanden habe, so Leute, die in der Früh, weil das war damals, wie ich in der HTL war, war so diese Drum and Bass Zeit, die Leute, die jetzt nicht anfangen, irgendwie Hip-Hop zu hören, haben damals Drum and Bass gehört. Und waren im Flex und so. Und ich habe diese Leute nicht verstanden, die aufstehen in der Früh und sich so einen Scheißdreck in die Ohren haben. Das ist ja fix. Aber wenn ich aufstehe in der Früh, will ich irgendwas Ruhiges hören oder ein bisschen was motiviert und nicht. Ja, ich bin jetzt lange immer zu Techno und so eingeschlafen. Ja, aber harten Techno? Ja, ja, ja. Oh, ein Arbeitskollege von mir kommt in der Früh immer, der wohnt nicht weit weg, der kann nicht lang munter sein. Der kommt in der Früh mit fetteste Hardcore oder Frenchcore oder so. Kommt der. Oh. Wie kann man? Und der ist dann motiviert und plaudert mit uns, das macht mich ja fertig. Ach, das ist, hast du schon was gefunden? Ja, bei mir ist entweder Goodbye and Good Riddance oder Death Race for Love. Ich weiß gerade nicht, kann mich nicht entscheiden. Ich muss den Juice auf jeden Fall. Ja. Juice WRLD? Eins von den zwei. Eins von X? Irgendwie so 17 oder so? Habe ich auch überlegt, ja. Du redest mit mir über Musik, über dieses Thema. Na gut, hast du eine Frage? Wenn wir kein Album finden? Ja. Wovor hast du Angst? Wovor hast du Angst? Angst vor Zurückweisung, ich habe Angst vor, also ich habe Höhenangst, ich habe komischerweise keine Angst mehr vor Viechern, also vor Spinnen oder sowas. Ich habe Angst, irgendwie jemanden Wichtigen aus meinem Leben zu verlieren. Verständlich. Aber was ich nicht habe, was viele Leute haben, ich habe keine Angst vor irgendeiner Person. Höchstes Respekt, weil Leute verwechseln oft Respekt mit Angst. So, wenn jetzt John Jones vor mir stehen würde, hätte ich keine Angst vor ihm, ich hätte einfach nur Respekt vor ihm. Na, so Angst per se, wie ich glaube ich nicht. Also was bei mir aktuell war in letzter Zeit, war eher diese Angst vor dem Scheitern. Mhm, so. Ich bin all in gegangen mit dem, was ich mache. Ja.
Und wenn es halt nicht so gut läuft, wie man sich das halt vorgestellt hat, dann manchmal nagt das halt schon sehr an meiner Existenz so. Da kriege ich schon ein bisschen Angst. Existenzängste. Ja, Existenzängste, so total unruhigen Scheißschlaf, wenn man sich denkt so, nee, ich muss eigentlich was machen und sowas. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ja, das war bei mir, das ist bei mir ein ziemlich aktuelles Thema gewesen. Nicht, weil ich Existenzprobleme habe oder so, aber einfach, weil es ist total ungewohnt. Ich war halt davor in einem Angestelltenverhältnis, habe sehr, sehr gut verdient. Und jetzt ist es halt so, entweder du wirst bezahlt oder halt nicht. Und das hängt davon ab, wie viel Arbeit du halt reinsteckst. Und ich bin halt auch ein gemütlicher Mensch, kennt mich ja, bin gern so auf Urlaub und sowas. Und manchmal denkt man sich so, ah, vielleicht fühle ich doch nicht weg, sondern arbeite mal eine Nacht durch oder zwei. Aber es ist ein krasses Thema, Angst auf jeden Fall, Ja, ja. stimmt. Ich habe Verlustängste, würde ich sagen, Boah, und ja. Angst davor, mich zu blamieren, glaube ich. Also in Ja. gewissen Bereichen. Also, Stimmt. Ich glaube, und das passt auch dazu, worüber wir vorher mit dem Fahrer ansprechen, worüber wir geredet haben. Ich will nicht, ich könnte vielleicht, wenn ich ganz allein irgendwo bin und die Person ist auch allein, würde es mir, glaube ich, leicht fallen. Aber da man immer unter Menschen ist, hätte ich auch Angst, mich zu blamieren. Stimmt. Guter Punkt eigentlich. Und Verlustängste, ist das bei mir Verlustangst oder ist das Angst vor Veränderung? Darüber haben wir schon mal Angst vor geredet. Angst Veränderung. vor so, ja doch, ich habe Angst vor Veränderung, Bei glaube mir ich. ist Angst vor gebrochen werden. Und ich sage So jetzt ein ständig Zitat, das ist Trauma. ein Banger. Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Hast du ja schon gesagt. Und wenn es damit nicht Ja, okay bist, dann geht es dir stimmt. ganz schlecht. Ja, Ah ja, hast ich kenne recht. das Gefühl. Manchmal, auch wenn sich manches viel, also sehr, sehr schnell verändert. Das ist alles so ungewohnt und so außerhalb der Komfortzone. Da weiß man sich gar nicht, wie man sich drin bewegen Ist aber soll. wichtig, Ich die habe auch so. Komfortzone verlassen ist Ja. wichtig. Ja, Ich natürlich. habe auch damals so immer wegen Jobs und so, ich hatte keinen Bock mehr auf den Job, aber hatte einfach Angst zu kündigen, weil dann stehe ich im Leeren und Das habe ich komischerweise irgendwie nicht. ist ja So, keine besser. Ahnung. Ja, aber es wird auch voll suggeriert, so, boah, wenn du einen Job Und was kündigst und ich. mal nichts machst und du wirst halt dargestellt wie der größte Sozialschmarotzer der Welt. Was ich auch Ganz schlimm. irgendwie teilweise Angst habe, ist Angst, irgendwen so zu enttäuschen. Ja, klar, Ja. natürlich. Ja, das sollte jeder mal so. Und ich habe Aber ich Angst, den meine auch zu verletzen. so jetzt wegen dem Thema Kündigen, so wenn ich ein gutes Verhältnis mit einem Chef habe, Ja, dann würde stimmt. ich mir das Bei mir so ist das mit oft meiner Mutter zum überlegen. Beispiel. Jetzt habe ich mit meiner Mutter zum Glück, Ja. will ich nicht kündigen, mir gefällt die Arbeit. Nur ich wüsste nicht, wie ich das mache, wenn ich meiner Mama sage, ich will kündigen. Ja, Ja. eben, sowas meine ich halt. Verstehe Ja, ich. das ist meine Ängste. Ich glaube, dass du damit. Ich habe auch Angst, Leute zu verletzen. Ja, Ja, so, kenne ich auch, ja. ja. Weil im Sommer hatte ich eine wilde Phase und da habe ich immer mit Leuten Kontakt gehabt, wo ich mir denke, okay, die sind super zu mir, aber habe nie mich getraut zu sagen, Ja, heißt, nein, das ich habe ich kann nicht. nicht, ich will nicht und fertig. Das immer irgendwie scheiße gemacht, so irgendwie verlaufen lassen und so. Ja. Ja, weil ich einfach keinen Bock habe, irgendwen zu verletzen, weil ich weiß, wie sich das anfühlt. Nee. Ja. Machen wir noch eine letzte Frage? Ja, machen wir eine letzte Frage. Hast du eine gute? Ja. Habt ihr merkwürdige Doku-Vorlieben? Habe ich schon mal drüber geredet? Ja, Ich glaube habe schon. Wir wiederholen viele Sachen, ne, heute. Scheiß Folge. Ich liebe Riesensachen. Wale, Schiffe, Flugzeuge, Okay. die größten Tiere, die unentdeckten Weiten des Meeres. Irgendwie finde ich das mehr cool. Ur viele Leute, wir haben schon mal drüber geredet, ur viele Leute haben so Angst vom Nordsee oder so, von so Meer oder so. Ich finde das urcool, Das ist brutal urinteressant. Ja. interessant, Alter. Aber so Es ist halt Riesendinger auch, dass interessieren es mich so wenige extrem. als du vorstehst vom Meer. Ja, Das finde das ich ist halt urcool. krank. Und so Megalodon und sich diese ganzen Ja. Mythen und so, Finde ich aber sowas auch finde ich interessant, extrem ja. interessant. Ja, glaubst du, dass wir nicht in 2024 eigentlich schon so weit wären, da mehr zu erkunden? Oder glaubst du, machen wir es Ja, das einfach? Ding ist, Oder weißt du, wir trauen wir kennen uns nicht? da so viele Sachen Ich im glaube, Weltall, dass was die so weit weg Möglichkeit ist nicht da ist. und im Glaubst du Meer. nicht? Weißt du, wie arg das Technologischer Meer ist? Fortschritt? Ich glaube nicht. Das mit der Druck ist halt das Problem. Ja. Ja. So Aber sowas krass. schaue ich gern Was so. ich finde es halt auch, ja, dass man so im Weltall jetzt schon so viel entdeckt hat, ja, aber im Meer nicht. Weißt du, das finde ich irgendwie Boah, da crazy. verstecken sich so viele geile Schätze Ja. und was weiß ich was. Lafitte. Ich wäre ein Pirat. Nicht? Ach so, haben wir das nicht gemeinsam geschaut? Ne? Da ging es um so einen Piraten, er heißt Lafitte und der hat Ich wäre irgendwann so gern Pirat. irgendeinen Schatz versteckt und die suchen ihn schon seit Jahrzehnten und finden ihn einfach nicht. Okay, cool. Er Ja, ist guck richtig, mal. richtig So wie witzig. Leute sagen, im Ozean liegt ein Panzer. Mein Vater hat Oh gesagt, es ist mein unmöglich, Gott. dass da ein Panzer drin liegt, weil es den nicht lang gibt, den Ozean. Ist Naja. so.
Oder ich habe eine weirde Doku voll lieber und ich habe jede verdammte Folge Medical Detectives gesehen. Was ist da geht es darum, die rollen alte Morde auf und analysieren sie mit neuer Technologie und erfassen so die Täter erst jetzt so 20, 30 Jahre später. Alter, das ist krass, auf was da die Wissenschaft gekommen ist. Boah, verrückt ist richtig ich geil. Ich das interessieren wird. Mich, mich auch bisschen nicht disturbing, so. Aber weil es halt um Mord geht und Verbrechen und sowas. Aber es ist richtig krass. Oh, bezüglich overrated. Ich finde so True Crime Dokus ein bisschen overrated. Und so find Serienmörder finde ich overrated. Ja, finde ich auch. So ja, also Frauen, die den Jeffrey Dahmer, diesen, Jeffrey Dahmer habe ich gar nicht verstanden. Ich auch nicht, Bro, keine Ahnung. Und so Leute, die so in den Himmel loben, wen gibt's da noch? Den Charles. Der ist cool. so, es gibt so, weil ich nicht so sehr immer, die alle in den Himmel loben. Bro, der hat Leute aufgefressen. Ja, rein leise. Wahnsinn. Na, sonst bin ich immer so begeistert von so Technologien und Psychologie extrem begeistert bin, ist so. Träumen, Leben nach dem Tod und solche Sachen. Ja, also, das so psychologische ist, das Dinge. So spannend, was ich interessant finde, sind so die Weltmächte. So, wer kriegt wirklich ja, die Welt? Das finde ich auch extrem. Extrem und so Zeug. Ich die ausmachen. Falls, falls irgendwer findet, den Fall der Kabale, das ist so ein 3-4-Stunden-Film. Boom. Da hat so viel, sind so viel orge Verschwörungstheorien, aber auch Sachen, wo man sich denkt, okay, das könnte stimmen und so. Sehr interessant. So ein bisschen Pizza geben, sowas. Was, ja, das ist sowas, das sowas ja, da sind zwei Arschloch-Menschen, weil wir letztes schon darüber geredet haben, oder vorletztes Mal, oder letztes Mal, keine Ahnung. Tipp der Woche. Kannst du jeder einen Tipp der Woche geben? Ja, ich habe nämlich einen, okay, und zwar, weil wir gerade über Dokus reden, was ich auch sehr cool finde. Ich zeige es euch jetzt mal. Dieser YouTube-Kanal, Hype Culture, kann ich wirklich ein großes Shoutout geben. Hype Culture ist super, cool, ja. Super interessante Videos. Genau, letzte Folge geht es um Adidas Samba Basic oder Hypebeast. Es sind halt so krass. Oberflächliche Themen oder Dubai, warum wollen alle hin? Techno im Berghain, Kreuzberg, solche Sachen. Super interessant, das machen echt coole Videos, sehr, sehr gut gemacht. Sie haben so coole, hippe Leute, die sie immer so befragen und so. Sind sehr, sehr, sehr nice, kann ich empfehlen. Irgendwelche Tipps oder so? Ist kurz vom Ende. Oh nee, eigentlich nicht. Weiß nicht. Probiert andere Sachen als Backshots ausbrüchen. Und Mädels. Ja. Nee, sonst. Ich sag mal Kaugummi-Kauen. Wäre mein Tipp der Woche. Okay. Gegen Mundgeruch. Schaut lässig aus. Jetzt, ja. Sehr lässig aus, ja. Keine Ahnung. Aber bitte einfach leise Kaugummi-Kauen. Ich hasse es, wenn du schmatzt. Helle, schau dir dann dich auf zu schmatzen. Ja, sonst. Nee. Und Schmuck vielleicht auch, weil Schmuck kann so viel ausmachen, finde ich. Stimmt. Stimmt. Schmuck kann viel ausmachen. Ja. Schmuck ist cool. Ja. Ja. Gut. Ich glaube, wir lassen das jetzt langsam. Ja, ich glaube, das geht schon langsam. Ja, ja. Sonst, ja. Wie immer. Abo dalassen, Feedback in die Kommentare, genau. Fragen zuschicken, vielleicht irgendwelche Formatideen, damit es für euch interessanter wird. Sonst ja. Spotify abchecken, YouTube, Instagram, immer am Laufenden. Formatideen wären wirklich wichtig, weil ja. Wir haben schon ein bisschen was bekommen und es ist irgendwie entweder schlecht umsetzbar oder langweilig, keine Ahnung. Ja, wir sind bei Ideen, Mann. Ihr schaut das alle. Euch wird sich irgendwo was einfallen. Es kann nicht so schwer sein, einfach kurz Handy tippen und Dodo oder Lindy oder Marco schreiben. Also, ja. Deswegen. Sonst würde ich sagen, wir waren's und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.